Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister des Innern, Hans-Peter Friedrich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Schutz der Privatsphäre ist Ausfluss der Grundrechte unserer Verfassung. Und deswegen ist der gläserne Bürger auch mit unserem Verfassungsverständnis in diesem Lande nicht zu vereinbaren. Staatliches Handeln, das Handeln aller Behörden, auch der Sicherheitsbehörden, auch der Nachrichtendienste, müssen sich streng an Gesetz und Recht halten. Und sie werden kontrolliert vom Parlament, von den Kontrollgremien, die dazu vom Parlament eingesetzt worden sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen ist sehr verständlich die Aufregung in Deutschland und darüber hinaus über Presseberichte, wonach die USA, wonach auch die Briten angeblich flächendeckend pauschal Inhalte von Kommunikation speichern, analysieren, ausspähen und das Hand in Hand mit den Internetunternehmen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen kommen auch Fragen auf. Und die ersten und wichtigsten Fragen an die Amerikaner, an die Briten ist natürlich, was ist dran an diesen Presseberichten? Wir haben ja nur Meldungen, die in der Presse rauf und runter diskutiert werden. Wir haben erste öffentliche Stellungnahmen vom Chef des NSA in Großbritannien und auch vom Chef des vom Koordinator der Geheimdienste, die darauf hinweisen, dass diese Presseberichte, zumindest so wie sie geschrieben sind, nicht zutreffen. Und wir haben inzwischen Antwort auch von den deutschen Niederlassungen der Internetunternehmen, die uns darauf hinweisen, dass es nach ihrer Kenntnis niemals ein flächendeckendes Abgreifen oder einen flächendeckenden Zugriff auf die Daten dieser Internetunternehmen gegeben hat, dass es Einzelanfragen im Rahmen der vorgesehenen Gesetze und des Rechts gegeben hat. Das ist ohne Frage, aber ich glaube, das ist ja auch normal. Dennoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz unabhängig davon, was am Ende die Aufklärung all dieser Fragen und die Beantwortung dieser Fragen ergeben wird, richtig ist, dass wir immer um die Balance von Freiheit und Sicherheit ringen müssen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt der Satz, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Wenn die Menschen Angst haben müssen, dass sie in der U-Bahn in die Luft gesprengt werden, wenn die Menschen Angst haben müssen, dass ihre Häuser ausgeräumt werden, während sie in Urlaub sind, wenn sie Angst haben müssen, dass ihre Kinder entführt werden auf dem Weg zur Schule, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Freiheit bedroht. Und deswegen braucht Freiheit auch Sicherheit. Aber es kommt auf die richtige Balance an. Und diese richtige Balance heißt, man darf das Sicherheitsstreben nicht so weit überziehen, dass die Freiheit Schaden nimmt. Und unsere Sicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist bedroht. Sie ist bedroht durch organisierte Kriminalität. Sie ist bedroht durch internationalen Terrorismus. Und ich darf meinen Kollegen Innenminister aus Frankreich, der Sozialistischen Partei angehört, zitieren, der gesagt hat noch im Mai, es gibt ein weltumspannendes Netz an Terrorismus, das uns bedroht, das uns nicht nur in Frankreich bedroht, sondern auch in Deutschland bedroht, in ganz Europa bedroht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Faktum, an dem keiner vorbei kann. Deutschland ist glücklicherweise in den letzten Jahren von großen Anschlägen verschont geblieben. Wir verdanken das auch den Hinweisen unter anderem unserer amerikanischen Freunde. Wenn ich nur erinnere an die Sauerland-Gruppe, die rechtzeitig dingfest gemacht werden konnte, bevor sie noch großen Schaden anrichten konnte. All diese Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden in Deutschland, unseren europäischen Nachbarn und Partnern und den USA sind Grundlage einer Sicherheit, die wir in den letzten Jahren erreicht haben und die verhindert haben, Gott sei Dank bisher, dass es einen Anschlag mit vielen, vielen Toten in Deutschland gegeben hat, wie das in anderen Ländern ja der Fall war. Aber, meine Damen und Herren, es muss, und das hat die Bundeskanzlerin, glaube ich, bei dem Besuch des amerikanischen Präsidenten gesagt, immer sichergestellt werden, dass auch die Zusammenarbeit zwischen den Diensten, zwischen den Nachrichtendiensten, auf Recht und Gesetz beruht und vor allem,
dass alles verhältnismäßig ist. Das heißt, dass das Ziel, das man erreichen will, Sicherheit, mit dem Eingriff in die Privatsphäre vereinbar ist. Man muss hier die richtige Balance finden. Und deswegen will ich Ihnen mal sagen, was europäisches Recht, unser gemeinsames europäisches Rechtsverständnis dazu sagt. Erstens, nach europäischem Recht ist es richtig, dass Verbindungsdaten, also keine Inhalte, Verbindungsdaten von Kommunikation flächendeckend gespeichert werden zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Wir brauchen diese Speicherung auch, um zugreifen zu können und Netzwerke von Terroristen und Extremisten ausmachen zu können. Zweitens, entscheidend ist aber nicht diese Speicherung, sondern die Frage, wer hat Zugriff auf die Daten? Hier hat das Verfassungsgericht, Sie haben das so eben richtig eingeworfen, genaue restriktive Vorgaben gemacht. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Und an diese restriktiven Vorgaben muss sich selbstverständlich auch der Gesetzgeber und in der Folge die Behörde halten. Und drittens, man darf auch auf Inhalte zugreifen von Kommunikation, aber nur, wenn es eine richterliche Anordnung gibt, beziehungsweise wenn es eine Anordnung der G10-Kommission, einer demokratisch von diesem Parlament bestimmten Kommission gibt, dann darf man auch auf Inhalte Kommunikation von organisiert Kriminellen, von Rauschgifthändlern, Waffenhändlern zugreifen auf Kommunikation von Terrorismus. Das alles ist möglich. Meine Damen und Herren, ich weiß oder gehe davon aus, dass auch unsere amerikanischen Freunde ein ähnliches Rechtsverständnis haben und dass ihre Gesetze sich auch an diesem Rechtsverständnis, ich habe bisher keine anderen Hinweise, dass das Rechtsverständnis eines der ältesten Demokratien der Welt ähnlich ist wie das, was wir in Europa haben. Deswegen, da darf man Beifall klatschen, in der Tat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es mag sein, dass wir bei der Frage der Quantität der Erhebung von Daten unterschiedliche Auffassungen haben. Ja, das ist richtig. Aber wichtig ist, dass sich in den USA, in Europa, in Deutschland Behörden, Sicherheitsdienste, wer auch immer, immer an Recht und Gesetz zu halten hat. Das ist das Entscheidende. Und das Parlament, Sie alle, auch die Parlamente in Großbritannien, das Parlament in den USA, demokratisch gewählt, bestimmt von den Bürgern, kontrolliert, was die Geheimdienste machen. Und das ist eine Tatsache, an der Sie auch nicht vorbeikommen. Also, jetzt, liebe Frau Künast, jetzt, was haben wir denn hier wieder für eine Hybris? Wollen wir eines der ältesten Demokratie erzählen, wie Sie Ihre Behörden kontrollieren müssen? Selbstverständlich hat der amerikanische Kongress ein eigenes Interesse, seine eigenen Behörden zu kontrollieren. Das ist doch ganz selbstverständlich. Die brauchen doch ihre Belehrungen nicht. Nur, meine Damen und Herren, jetzt komme ich zur schlechten Nachricht. Herr Innenminister, ich unterbreche Sie ungern. Ja. Der Abgeordnete Ströble würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Das würde dann wiederum Ihre Redezeit verlängern. Also, Herr Ströble, los. Dabei wäre ich fast fertig gewesen. Also, auf geht's. Ja, Herr Minister Friedrich, können Sie den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit mal darüber aufklären, über was Sie überhaupt reden? Wissen Sie denn, wissen Sie als Minister für Verfassung und für Verfassungsschutz und weiß die Bundesregierung und weiß die Kanzlerin nach dem Gespräch mit Obama überhaupt, wie viel Daten über Deutschland, von Deutschen abgegriffen worden sind, gespeichert worden sind, verwertet worden sind? Oder über was reden Sie hier eigentlich? Wie können Sie sagen, die halten sich an Gesetz und Recht in den USA oder in Deutschland, wenn Sie gar nicht wissen, was die gemacht haben? Sagen Sie uns das doch mal. Herr Ströbele, bisher haben wir zu all den Fragen, in welcher Quantität und welcher Qualität dort etwas gemacht wird, aus irgendwelchen Presseveröffentlichungen, die von den Zuständigen dort in den USA so bestritten werden, in öffentlichen Äußerungen sagen, wir halten uns an Recht und Gesetz. Das ist das Faktum. Und ich habe Ihnen jetzt erklärt, was unser Rechtsverständnis ist, was unsere Rechtslage ist und was wir auch von unseren Partnern und Freunden in der Welt an Rechtsverständnis und auch an parlamentarischer Kontrolle erwarten und auch glauben, dass Sie sie durchführen. Wir haben Fragen gestellt. Es sind Fragen, wie gesagt, von den Internetunternehmen beantwortet worden. Die sagen klipp und klar, wir haben flächendeckend Daten nicht zur Verfügung gestellt. Also das Gegenteil von dem, was in der Presse steht.
von dem, was in der Presse steht. Und auch die Zuständigen in Washington haben erklärt, das, was dort steht, ist so nicht zutreffend. Wir halten uns an Recht und Gesetz, einer Rechtsordnung, von der ich glaube, dass sie ähnlich ist, vergleichbar ist. Ich habe jedenfalls keine anderen Hinweise unserer Rechtsordnung. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt die wirklich schlechte Nachricht. All das, was man der NSA unterstellt, ist offensichtlich technisch möglich. Und alles, was technisch möglich ist, ist auch von der organisierten Kriminalität und ist auch von Terroristen nutzbar. Nur mit dem Unterschied, dass die nicht kontrolliert werden von Parlamenten und dass die sich nicht an Gesetze halten. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Daten, dass wir unsere Leitungen, dass wir unsere Netze, unsere Infrastruktur widerstandsfähig machen. Und darüber rede ich seit Monaten hier. Wir müssen dafür sorgen, dass Spionage und Sabotage in den Netzen nicht vorkommen kann. Und deswegen, meine Damen und Herren, habe ich ein IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht, das genau das verhindern soll, nämlich dass kritische Infrastruktur in Deutschland beschädigt und sabotiert werden kann, zum Schaden des ganzen Landes. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten die ersten Anhörungen dazu, die ersten Sachverständigenanhörungen, die sehr positiv waren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Gesetz muss spätestens nächstes Jahr im Gesetzblatt stehen. Und da bitte ich Sie alle, soweit Sie noch hier sind, um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.